Herzlich willkommen bei Topspin im neuen Jahr, meine Damen und Herren. Sie haben hoffentlich ein friedliches Weihnachtsfest verlebt und sind auch gut ins neue Jahr gerutscht, haben dementsprechend auch wieder Lust auf Tischtennis. Wir wollen gleich zum Thema kommen. Werder Bremens Bundesligamannschaft ist ja bekanntlich leider immer im Abstiegskampf verstrickt. An diesem Wochenende waren die Jungs aus Berlin zu Gast, Hertha BSC zu Gast bei Werder Bremen. Lambert Blank sagt immer, jeder Punkt zählt, aber Hertha BSC ist Tabellendritter und Werder Bremen Tabellenvorletzter. Jeder Punkt zählt, aber wie diese Partie gelaufen ist und wie knapp es wirklich war, das sehen Sie jetzt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Topspin-Sendung, die erste im Jahr 99. Heute zu Gast der Hertha BSC Berlin. Sie haben sich an Platz 3 der Tabelle vorkämpfen können, Werder Bremen, momentan Vorletzter vor diesem Spiel, aber trotzdem auch gegen Hertha BSC ein Punkt gewinnen. Die Berliner Mannschaft sehr ausgewogen, sehr gut besetzt mit 4 Berliner Eigengewächsen. Dazu gehört hier auch Markus Lietzau. Lambert Blank, wer das Teamchef, wird gleich die Mannschaftsaufstellung verkünden. Zunächst Werder Bremen mit David Gustafsson an Position 1, Kai-Andrew Greil dahinter. Position 3 Merijn de Bruijn. Position 4 Marco Tuve. Werders Nummer 5 Erik Schraplack und last but not least Sascha Gräber. Hertha BSC Berlin spielt mit Van Gourhui, Markus Lietzau, Andy Röhmhild, Thomas Englert, Carsten Egeholt aus Dänemark und Schlussmann Patrick Strahl. Wer das Glanzdoppel Gustafsson-Grall, zugleich das Einser-Doppel und auch zugleich das beste Doppel der gesamten zweiten Bundesliga, gewinnen gegen die Berliner Kombination Röhmhild-Strahl glatt mit 2:0 Sätzen. Liebe Zuschauer, ein Tischtennis-Krimi entwickelte sich bei dieser Doppelpaarung Egeholt-Englert gegen Schraplack-Tuve. Schraplack-Tuve nicht mehr so erfolgreich wie in der letzten Saison. Allerdings immer noch ein sehr gutes Doppel und 28 beide der Spielstand im ersten Satz. Aufschlag Erik Schraplack. Und ein kurzer Aufschlag mit viel Unterschnitt, der nicht angegriffen werden kann. Und Punkt für Werder, weil Marco Tuve den Ball einfach nur hält. Auch immer ein Rezept, den Punkt zu machen, ohne einen Angriffsschlag anzusetzen. Und hier Tischtennis Rainbow Englert. Beim Aufschlag mit der Rückhand. Marco Tuve nimmt an. Ja, schön kurz gelegt von Marco, aber unglücklich von Erik, dass er die Rückhand hier ein bisschen überwegzieht. Dadurch jetzt Satzball für die Berliner, die mit 30-29 führen. Und England zieht hier eine Vorhand aus den Uni-Rückern von Marco Tuve, dadurch 31-29 für die Berliner. Das andere Doppel, Gräber de Bruijn, ging auch weg gegen Van Lietzau in 3 Sätzen. Doch Erik und Marco gewinnen ihre Partie mit 21-16 im dritten Satz nach hartem Fight. Hier haben wir schon das obere Paarkreuz, Gustafsson gegen Lietzau. Und wenn der schwedische Modellathlet die Box betritt, sind gute Ballwechsel garantiert, vor allen Dingen gegen einen Mann wie Markus Lietzau, der auch ein wirklich schönes Tischtennis spielt mit sehr viel Kraft und sehr eleganter Technik. Aber das elegantere Spiel hat David Gustafsson und auch die schöneren Bälle. Markus Lietzau, Junior-Nationalspieler und auch schon seit vielen Jahren in der zweiten Bundesliga, unter anderem beim Spitzenklub Helge Hannover, damals in der Aufstiegstruppe im mittleren Parkhaus eine Bombenbilanz gespielt. Und er kann dann auch einen Mann wie Gustafsson Probleme bereiten, gewinnt auch den ersten Satz mit 21-18.
Und schöne Bälle hier von David Gustafsson, der ein extrem schönes Halbdistanzspiel hat. Mit viel Übersicht und auch mal mit harten Bällen. Er kann sehr gut variieren. Zudem ein solides Aufschlag-Rückschlag-Spiel. Und wie gesagt, bildet er mit Kai Andrew Grall das beste Doppel der Liga. Und auch das ist mal was Schönes, das beste Doppel der Liga in Bremen zu haben. Und auch Wolfgang Siede wäre das großer Fan, begeistert von dem Spiel. 15:10 für den Schweden im Bremer Trikot im dritten Satz. Und schön vorbereitet mit der Rückhand, zwar das Netz berührt, aber mit Übersicht das Rückhandduell angefangen und dann mit der Vorhand abgeschlossen. Und ein Vorhand-Topspin mit extrem viel Drall hier, der für Lietzau ganz schwer wird zu blocken. Vor allem gegen so junge Atomrohrer, ein sehr probates Mittel manchmal, mit Drall zu spielen. 21:13 im dritten Satz für den Schweden. David Gustafsson bringt uns mit 3:1 in Führung. Auch Radio Bremen schaut öfters mal rein, um über Tischtennis zu berichten. Kai Andrew Grall gegen Van Guohui, das zweite Einzel im oberen Parkholz. Der Mann aus Buchholz im Bremer Trikot stand vor der Begegnung gegen Hertha BSC 6:10 im oberen Parkholz. Und das ist, wenn man jetzt bedenkt, dass er arbeitet und ganz schlecht trainiert, wirklich bombig. Also er steht schon über dem Soll. Van Guohui aus China, ein Spieler, der sehr hart spielt, extrem gefährliche Aufschläge, meist mit sehr viel Schnitt und dann kommt schon die Vorhandbombe. Und ein solcher Spieler ist natürlich für Kai Andrew Grall sehr, sehr schwer zu knacken, weil er gar nicht dieses typische europäische Spinspiel spielt. Er spielt doch eher chinesisch, zwar mit Shake-Enthaltung, aber Rückhand zum Beispiel, Noppe. Und ein unangenehmer Gegner, der sofort versucht, hier wie hier, mit der Vorhand zu punkten. Kai Andrew Grall eher gegen Spielertypen wie Oliver Ahlke oder Thomas Roskopf im Vorteil. Linkshänder, die konventionell spielen. Aber Van Guohui wirklich ein Spitzenmann. Wir befinden uns in der Endphase des zweiten Satzes, nachdem Van Guohui den ersten Satz mit 21:13 für sich verbuchen konnte. Das typische Spiel des Chinesen, ein Aufschlag und dann eine Vorhand-Rakete hinterher, schwer zu blocken für Kai Andrew. Trotzdem erkämpft er sich hier nochmal den Punkt. Kai Andrew Grall, ein Spieler, der seinen Rhythmus finden muss, und ein Mann wie Van Guohui, der lässt es gar nicht erst zu, dass sich Kai Andrew in einen Rhythmus spielt. Allein schon das Aufschlag-Rückschlag-Spiel des Chinesen. Extrem gefährlich. Und hier nochmal ein Wahnsinnsballwechsel zum Abschluss. Auch Anerkennung hier der Bremer Zuschauer für das Spiel von Van Guohui. Nicht gerade volles Haus, aber auch doch großer Zuschauerzuspruch. Das ist Merijn de Bruijn aus Amsterdam, schon seit langer, langer Zeit im Werder-Team und hat auch bisher ganz gut gespielt. Die Gesamtbilanz nach der Hinserie 9:7 im zweiten Parkreuz, das ist heutzutage okay. Hat sein Spiel ja, wie ich schon sagte, etwas umgestellt. Sozusagen seit einigen Monaten auf der Rückhandseite mit Konternoppen.